ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Most Active hier am Nachmittag aus der Frankfurter Börse. Ja, apropos Börse, was wir da beim DAX heute sehen, das ist nicht so prickelnd. Also eine Atempause. Wir hatten ja gestern schon nach dem neuen Rekordhoch im frühen Handel schon Verschleißerscheinungen dieser Rallye gesehen und heute wird weiter durchgeatmet. Also das Thema Corona lastet so ein bisschen auch auf einzelnen Branchen, gerade im Bereich Reisen und Airlines und sowas. Da kommen wir auch gleich nochmal auf das Thema Airlines. Aber auch ansonsten ist jetzt nach so einer Rallye der Trend zur Gewinnmitnahme nicht so außergewöhnlich und nach Expertenmeinung auch nicht so wirklich beunruhigend. Charttechnisch sieht es im Moment wohl noch nicht so schlecht aus, laut Expertenmeinung. Also da sind wir ja doch noch weit über der Marke von 15.000. Und erst darunter würde es dann so ein bisschen kritisch aus charttechnischer Sicht. Am Markt warten wir einfach mal ein bisschen ab, wie die Berichtssaison gerade in den USA weitergeht, wobei auch bei uns inzwischen schon einige Unternehmen ihre vorläufigen Zahlen vorgelegt haben, gerade eben wieder zum Beispiel BMW und die Münchner Rück. Und ansonsten warten wir noch auf die EZB am Donnerstag. Jetzt am Nachmittag sind wir mit einem Minus von gerade waren es noch so 0,8%. Vorhin waren wir auch schon mal 1% im Minus beim DAX. Ist natürlich spannend, was dann die Wall Street auch heute so abliefert. Schauen wir jetzt mal auf ein paar Aktien, wo besonders viel los ist. Die meistgehandelten Werte heute beim Online-Broker Flatex. So war das, die Wortreihenfolge. Schauen wir erstmal auf die Kaufseite. Siemens Energy, Biontech, Lufthansa, Nordex und Airbus. Ich habe es gerade schon angedeutet, die Stimmung gerade bei Airlines und in der Reisebranche, die ist ja nicht so wirklich prickelnd. Und da könnte jetzt eben für die europäischen Airlines noch Ungemach dazukommen in Form von zusätzlicher Konkurrenz. Nämlich genauer gesagt, das Abkommen CATA könnte der Fluggesellschaft Qatar Airways zum Beispiel einen deutlich besseren Zugang auf den europäischen Markt einräumen. Dieser soll dann für die Airline innerhalb von 5 Jahren vollständig geöffnet werden. Und diese Zahl, also von aktuell 35 Flügen pro Woche in Deutschland, könnte eben erhöht werden. Und darüber hinaus soll Qatar Airways auch die Möglichkeit erhalten, direkte Frachtflüge aus der EU in andere Drittstaaten durchzuführen. Also das ist jetzt auch nichts im Moment besonders Positives für die Airlines in Europa. Und der Kollege Thorsten Küffner vom Aktionär hat sich das ganze Marktumfeld mal angeguckt und hat gesagt, es bleibt weiterhin rau. Auch deshalb drängt sich ein Einstieg bei der Lufthansa-Aktie nicht auf, zumal sich das Chartbild wieder etwas eingetrübt hat. Wer investiert ist, der sollte den Stoppkurs bei 9,50 Euro beachten. Wir schauen weiter auf Nordex. Da gab es ja vor kurzem Zahlen und wir hatten auch mal eine kleine Stabilisierung gesehen, aber schon am Montag hat die einen Dämpfer bekommen und auch heute ist die Aktie nicht so gefragt. Der Aktionär hat sich gestern zum Beispiel schon mal angeguckt, was die Experten da heute, also was die generell so von der Aktie halten, von dem Unternehmen halten. Wie gesagt, vor kurzem hatten wir die Zahlen erst gesehen und 14 Analysten, die Nordex covern, laut Bloomberg 7 Raten zum Kauf, eine Verkaufsempfehlung, 6-mal halten. Und das durchschnittliche Kursziel dabei 27,43. Allerdings gab es da auch Ausnahmen. Besonders bullish hat sich zum Beispiel Konstantin Hesse von Jefferies gezeigt. Der hat vergangene Woche ein Kursziel von 34 Euro ausgegeben. Also da scheint man offensichtlich mehr zu erwarten. Genauer gesagt rechnet er damit, dass sich die Entwicklung bei den Neuaufträgen in den kommenden Quartalen wieder verbessern werde. Also was soll man gerade halten von Nordex? Max Völke vom Aktionär hat dann gestern dazu geschrieben, die Corona-Pandemie hinterlässt nach wie vor Spuren, aber die Aussichten stimmen, sagt er. Die Auftragsbücher dürften angesichts des weltweiten Trends zu mehr grüner Energie voll bleiben. Entscheidend ist allerdings, dass es Nordex künftig auch gelingt, das in profitable Umsätze umzuwandeln. Dann sind deutlich höhere Kurse drin. Und der Kollege schreibt, Gewinne laufen lassen. So, wir schauen weiter auf die Verkaufsseite. Und wer tummelt sich da am heutigen Tag? Da haben wir BioNTech, Argo Blockchain, Airbus, Siemens Energy und CureVac. Ja, das Thema CureVac kann man natürlich nicht sagen, ohne gleichzeitig das Thema Corona-Impfstoff quasi im Sinn zu haben. Und das haben auch ganz andere im Sinn, nämlich zum Beispiel das Bundesforschungsministerium. Da investiert man nämlich in den Jahren 2020 und 2021 nach eigenen Angaben rund 1,6 Milliarden Euro in die Forschung zu Covid-19. An wen geht das? Davon gehen rund 627 Millionen Euro an die Impfstoffhersteller BioNTech in Mainz und CureVac in Tübingen. Im Jahr 2020 hat der Bund fast 2,9 Milliarden Euro für Gesundheitsforschung ausgegeben, davon 2,6 Milliarden Euro über das Forschungsministerium. Also, da wird offensichtlich einiges ausgegeben. Was kann man dann, also wurde ja gerade angesprochen, CureVac
Und BioNTech kriegen auch was von dem Kuchen. Und Marion Schlegel vom Aktionär sagt, sowohl die Aktie von BioNTech als die von CureVac konnten zuletzt deutlich zulegen. Beides sind laufende Empfehlungen vom Aktionär und Anleger bleiben an Bord. So ihre Aussage. Ja, das war's natürlich von meiner Seite und von Seiten der Most Actives für heute. Und wenn Sie mögen, morgen zur gleichen Zeit schauen wir uns natürlich wieder an, was gerade passiert am Markt und welches die meistgehandelten Werte bei Flatex sind. Also wenn Sie mögen, gerne bis morgen. Machen Sie es gut. Tschüss.